2. September 1944. Klicken zum Starten. Bereit? Dann ran an die Panzerfaust. Okay. Und tschüss. Ja, nimm. Dankeschön. Oh. Ah, da. Das war daneben. Na komm, gib schon her, das Ding. Wir haben ja nicht so viel Zeit. Ah, schade. Oh oh. Das sind aber ganz schön viele. Oh oh. Okay. Ja, lasst euch schön abschießen. So mag ich das. Oh oh, der kommt näher, der kommt näher. Schneller nachladen. Verdammt. Okay. Oh nö. Wo sind sie? Oh 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 oh. Gib her den Scheiß. So, wo sind sie? Immer noch da oben? Ah, lass sie mal schießen. Die treffen mich anscheinend nicht. Und? Shit. Woher kommt das? Oh! Den hab ich gar nicht gesehen gehabt. Bisschen rumsprayen, geht ja auch so. Erste Hilfe kann ich brauchen. Stirb! Oh! Warum habe ich den denn nicht gesehen? Die hätte mich ruhig mal ein bisschen früher warnen können. Okay, ich hab's. Warum? Und tschüss. Ups, ich muss schon wieder nachladen. Bin zu verschwenderisch. Okay, dankeschön. So, okay, die ballern immer noch da oben auf uns. Aber die treffen Gott sei Dank schlecht. Okay. Oh Mann, das war aber schlecht. Wo sind die denn? Ah da! Oh, muss ich jetzt nachladen? Muss das sein? Und tschüss. Brauche ich noch nicht mal Ziel. Meine Güte. Das hätte böse enden können. Aber wir konnten die Probleme noch mal abwenden. Verdammt. Ey, ich hab dich doch erwischt. Ich will auch gerade schon sagen, dann gib es doch nicht. Wo sind noch mehr Gegner? Boah, mehr Panzerfäuste. Munition geht uns aus.
Warum kann ich denn die Fahrer nicht killen? Was zur Hölle macht der? Ups. Okay. Ich kann es kaum glauben. Ich kann das auch kaum glauben. Aber wir haben es geschafft. Sehr schön. Es gibt keine Atheisten in Schützenlöchern. Ist kein Argument gegen den Atheismus. Es ist ein Argument gegen Schützenlöcher. Genau. So, weiter geht's. Oh, oh. Wir gehen zu diesem Flugfeld zum Rest des Teams. Sie haben gefunden, dass sie ein Rettungsflugzeug für uns organisieren. Oh Mann! Alter, lebt ihr noch? Oh mein Gott. Aussteigen. Oder? Oder? Von wo kommt das? Ich komme hier nicht raus. Ah, endlich. Scheiße. Ach, da oben. Oh. Oh mein Gott. Gott sei Dank treffen die mich nicht. Ich schieße auf alles, was sich bewegt. Jawohl. Jawohl. Oh, da sind noch mehr. Lukas. Oh. Schnell. Schnell. Ah, Mama Mia. Ja, geschafft. Okay. Ach so, ich kann ja nicht rennen. Oh, ich wollte erst den Verbandskasten holen. Oh mein Gott. Ziel erfüllt. Habe ich es geschafft? Ich habe es geschafft. Meine Fresse, nee. Besser für etwas zu kämpfen, als für nichts zu leben. Okay, jetzt haben wir den 22. Oktober 44. 27. Oktober 44. 19 Uhr. Captain Price ist mit von der Partie. Okay. Es ist dunkel. Wir sind irgendwo auf dem Meer. Er sagt nichts. Gelangen sie an Bord des deutschen Schlachtschiffs Tirpitz. Wer ist er denn hier? Ah, Waters. Okay. Price und Waters und ich.
Tja, ein romantischer Nachthimmel mit vielen Sternen. Wir, was haben wir zu tun? Wir müssen auf ein Kriegsschiff. Ein Schlachtschiff. Und? Klappt's? Okay, wir sind bereit. Evans, Sie gehen mit mir unter Deck und suchen die Waffenkammer. Dann machen wir die Motoren unbrauchbar. Bleiben Sie bei mir und überlassen Sie mir das Reden, bis Ihr Deutsch besser ist. Waters, Sie bleiben hier. Halten Sie sich jederzeit abmarschbereit. Okay. Mein Deutsch ist auch nicht so gut. So, wollen wir mal langsam hier anlegen. Nichts tut sich da oben. Bitte um Erlaubnis, an Bord kommen zu dürfen. Erlaubnis erteilt. Das ist gut. Dann gehen wir mal da hoch. Bösen Deutschen. Dürfte ich wohl Ihre Papiere sehen? Wo ist Fregattenkapitän Schmidt? Er musste zu einem dringenden Treffen mit dem Befehlshaber. Alles in Ordnung. Willkommen an Bord. Okay. Braver Soldat. Nochmal den Price hinterher. Schauen uns natürlich auch ein bisschen um. Weil der Price geht ja ziemlich langsam. Mal ein bisschen aufs Meer hinausschauen. Was ist denn, wenn wir jetzt hier so raufgehen? Fallen wir dann auf? Komm, wir wollen nicht zu viel provozieren. Komm, Price, sag mal was. Es geht langsam nur voran hier. Finden Sie die Waffenkammer des Schiffs. Okay. Durch diesen Hangar sollten wir nach unten kommen. Gut, gut. Keiner schöpft Verdacht. Price zeigt mir den Weg. Sehr schön. Wo bleibst du stehen, Price? Was ist los? Gar nichts. Jetzt erst bewegt er sich. Oh, dann gehe ich halt mal vor. Der Price ist irgendwie ein bisschen störrisch. Bin zu schnell. Naja, der Weg ist auch ganz schön lang. Ah, noch mehr Deutsche. Dürfte ich wohl Ihre Papiere mal sehen? Ich muss das überprüfen. Einen Moment bitte. Oh nein. Ich habe einen Offizier hier. Er sagt, er habe Papiere. Hallo? Nehmen Sie eine Waffe und Sprengsätze schnell. Die Dampfkessel sind entlang dieses Korridors. Platzieren Sie die Sprengsätze im Vorbeigehen. Hier wimmelt es gleich vor Kraut. Auch das noch. Okay, kann ich als Zweitwaffe... Achso, Moment. Das wollte nicht so richtig... Ah, so. Gut. Zwei Waffen habe ich jetzt. Jetzt geht die Ballerei wieder los. Ah, da habe ich schon was gesehen. Gut, der war schon mal kein Problem. Der hat mich gesehen. Uiuiui.
Oh, wo schieße ich den hin? Der steht nicht auf, das ist gut. Autsch! Verdammt! Komm. Ah, schieße ich daneben. Jetzt habe ich den aber getroffen, oder? Oh, nein! Der macht mich hier noch kalt. Und? Falls er doch überlebt hat. So, okay. Oh, ich habe zwar Schüsse gehört, aber... Das sieht ja jetzt schlecht aus. Jetzt bin ich schon fast platt. Habe ich den jetzt erledigt? Mann! Was riecht denn hier? Irritiert mich. Das ist gut. Oh, das ist gut. Das brauche ich. Medizin. Ich habe mich nämlich ein bisschen doof angestellt.